Herzlich willkommen im Hotel Paradise. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange rum, sondern checken ein. Move, Screenshot, Interact. Interact, Look Around. Ja. Okay, also wir befinden uns, Situation, ne? Wir befinden uns im Hotel, keine Ahnung, wie wir hierher kommen, wo der Aufzug ist, wo die Lobby, aber wir haben unseren Zimmerschlüssel, 649, und wir müssen einfach nur zu unserem Hotelzimmer laufen. Krasses Spiel, ne? Hallo? Hallo? 101, niemand da. 100, niemand da. Aber wir haben ja auch schöne Bilder von einer Brücke, von dem da, ich glaube, ein Sonnendings auf Untergang. Hier, oh, das ist sicher irgendwie ein echtes Gemälde. Gut, alles sind sicher echte. Oh, solche Bilder finde ich immer schön. Okay, 649. Mhm. Ja. Da wollen wir. Wir können nicht rennen, ne? 787 bis 800. Ich fühle mich verloren. Ich fühle mich sehr verloren. Ja, dann gehen wir doch eher in Richtung 787 bis 800, weil wir dann zu den geringeren müssen. Aber 91 bis 96, wo ist hier das System? Ich verstehe es nicht. Gibt es ein System? Hier, Bäume. Mhm. Hallo? Kann ich nicht bei Ihnen schlafen? Ich zahle Ihnen auch das Geld, ich finde mein Zimmer nicht. Also nach Dingen würde ich jetzt wieder zu den Höheren gehen. Nach Logik. 698? Nein, aber immerhin ist die 600 zum ersten Mal aufgetaucht. Theoretisch müssten jetzt bald unsere kommen. Oder auch nicht. Also, ich meine, muss es ja nicht. Warum auch? Wir sind ja nur unterwegs hier im Hotelflur. Wir haben übrigens Shutterstock.com. Ja, so ein Bild will ich im Hotel haben sehen. Aber laut den ganzen Sachen. Gut, es gibt hier auch Sand und so, aber ich glaube. Das war das Hotel übrigens damals. Da gab es noch nicht dieses Problem mit den Räumen. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir es finden werden, weil ich das System gerade nicht sehe. Aber ich dachte, durch die ganzen Bilder im Wald könnte es sein, dass wir uns vielleicht in einem Hotel im Wald befinden. Wäre auch cool, wenn die mal aufmachen würden. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt erstmal nach Gefühl und schaue mir an, wie das System funktioniert. 500 bis 595. Laut Logik würde ich sagen, dass da dann die 600 dann auch irgendwann auftauchen. Wobei wir scheinen ja alle Zimmer hier in einem Stockwerk zu haben. Das ist das, was ich nicht verstehe. Wie geht das? Wie groß ist das Hotel? Ist das da unser Hotel? Ne, das ist ein Felsen. Peinlich. Ist das da hinten unser Hotel? Ja, bestimmt. So viele Leute wieder warten, bis ihre Liebsten wieder rauskommen, weil die ihr Zimmer nicht gefunden haben. Ja, die Frage ist, zahlen wir jetzt schon oder zahlen wir erst ab dem Zeitpunkt, in dem wir unser Zimmer nutzen? Wobei es eine gute Taktik ist, wenn die jetzt schon Geld verlangen und dann irren wir die ganze Nacht hier umher. Und dann zahlen wir schließlich und die müssen gar nicht das Zimmer reinigen, weil wir gar nicht drin waren. Clever, wenn man so will. Nicht kundenfreundlich, aber ich glaube, wir waren hier schon 50 Mal in diesem Gang. Ich gehe jetzt einfach mal zu den kleineren Ziffern. Weil das zu den größeren Ziffern hat nicht funktioniert. Folgen wir einfach immer nur den kleineren Ziffern. So. Super. 700, ja. Vielleicht nicht 600, vielleicht kommen jetzt aber auch plötzlich 950 oder 230. Also man weiß es nicht. Nee, 350. Ja, 350 ist eine gute Zahl, da folge ich doch. Hallo, ich muss. Hallo, dürfte ich kurz Ihre Toilette benutzen? Ich finde mein Zimmer nicht.
So in der Art ist es hier immer, oh, wir haben hier eine Blume. Wir haben hier wieder das Bild vom Felsen. Okay, Bilder kommen aber nicht nur einmal vor, weil hier ist wieder diese Shutterstock. Ich wollte schon anmerken, vielleicht waren wir hier schon mal. Auch so ein Panoramafoto einmal hier an die Wand klatschen, kann man machen. Ja, prinzipiell, deine Familie ist Toast. Dein Vater ist Toast, deine Mutter ist Toast. Du bist Toast. Sagt man das so? Das Bild lässt es mich vermuten. Ja, hängt halt keinen Plan auf oder so, macht keine Stockwerke, macht alles in einem. Also ich will hier nicht gern drin. Wobei, vor allem ist es noch so mit Zimmerschlüssel und nicht. Es gibt ja viele Hotels, die mit 4 Sternen, glaube ich. 3 Sternen. Ich habe keine Ahnung. Aber es machen ja immer mehr Hotels, dass sie nicht mehr hier die Schlüssel. Also gibt es auch noch viele. Auch höhere oder auch tiefere, niedrigere Hotelsternzeugs. Das ist ja gar nicht mehr erheblich, ob Schlüssel oder ebenso Schlüsselkarte. Einfach nur, weil das gibt es ja mittlerweile schon vermehrter. Wo man eben nur so ein Kärtchen hat, wo man dann. Oh, 600. 49. Ja. Wo man nur so ein so eine Karte hat. Ja, ne? Das wollte ich gesagt haben. So eine Karte, und die tut man dann da rein und die benutzt man auch dafür, wenn man Strom auf dem Zimmer haben will. Ja, das ist die Zukunft. 82, 99. Komm, gehen wir zu Zimmer Nummer 1. Vielleicht ist da der Ausgang dann. Den würde ich jetzt am liebsten noch eher finden als. Hört ihr die Musik? Kommt die von da oben? Yeah! Yeah! Das ist die erste Musik, die wir hier hören, ne? Das muss auch irgendwas heißen, ne? Könnte ein bisschen Fahrstuhlmusik sein. Vielleicht ist der Fahrstuhl nicht weit. Oder sagt, es ist so der Timer, so, du bist ein Noob, du schaffst es nicht. Wald und Wald. Okay. Das Bild hängt ein bisschen schief, ne? Oh, ich kann es sogar gerade machen. Hilft uns das? Kann ich das höher hängen? Nee. Das kommt jetzt überall, das kam doch nicht die ganze Zeit schon über. Erzählt mir doch nichts. Okay, gehen wir mal auf die andere Seite. Oh, wir irren bald schon 10 Minuten durch dieses Hotel. Ey. Schiefe Bilder. Nicht gut. Vielleicht macht es das Hotel gewogen. Wird intens. Hallo? Kann ich bitte Ihre Steckdose benutzen? Mein Handy-Akku ist leer. Und ich dachte, ich will noch meine Liebste anrufen, bevor ich in diesen Hotelgängen verende. 3041. Ich habe das Gefühl, wir bewegen uns einfach in die falsche Richtung. Hallo? Ich kaufe Ihnen das Zimmer ab. 1000. Da haben wir links wieder, da haben wir wieder unser schönes Spaghetti-Foto. Das ist einfach so Mobbing, die wollen, dass man verhungert. Die sagen so, hier, das wirst du niemals essen können, weil du nicht mal dein Zimmer findest. Deswegen wirst du den Speisesaal auch niemals finden. Und auf dem Zimmer finden sie auch einen Prospekt mit dem WLAN-Passwort. Das größte Mobbing ist, wenn man einen Raum mit 600 vorne sieht. Oh! Leute!
Nein. Ihr seht's doch. Genau drei Zimmer, die nicht drin sind. 646. Und 649 ist gar nicht mehr da. Wir gehen in die richtige Richtung. Ich will doch nur in mein Zimmer. Okay. Konzentration. Du willst hier rauskommen aus diesem Hotel? Dann musst du auch. Komm, da sind wir uns doch so ähnlich. Wir sind Soulmates. Nein. Das ist die falsche Richtung. Ich habe übrigens gelesen, dass es damals hier in dem Spiel den Bug gab, dass man ein Zimmer gar nicht finden kann. Das wäre natürlich stark, wenn ich die Version runtergeladen hätte. Aber... naja. Ist ja sehr entspannend, dieses Game. So traurig. Ja, komm, ich schicke euch eure Bilder wieder gerade, weil ihr niemanden habt, den ihr dafür bezahlen könnt, weil ihr alle einfach nur hier verenden, wie alle Eingang. Aber dass wir keine anderen Leute hier rumirren sehen, ist ein bisschen... verwundert mich ein bisschen. Und vor allem, dass der Gang hier so schön sauber ist und alles gleichmäßig, also... fast als ob die Leute niemals langlaufen würden. Ich glaube, das ist eigentlich nur alles eine Falle. Eine Falle, um uns zu ermorden. Wisst ihr, mittlerweile ist der Ausgang zu betoniert. Und wir sind abgeschieden von der ganzen Welt. Denken, dass wir damit, dass wir Bilder wieder gerade rücken, Leuten was Gutes tun. Aber eigentlich ist dieses ganze Hotel unser Reich. Und hier drin ist eigentlich gar nichts. Es sind auch nur Wände da drin. Das sind nur Häuschen davor, um uns zu verwirren. Und unser Zimmer gibt's eigentlich gar nicht. Oh, ganz krasse Theorien packe ich hier aus, ne? Bestimmt gibt's aber ein System oder so. Ich verstehe es nur nicht. Weil ich dumm bin. Nein, ja, wisst ihr, es gibt so Spiele wie alle anderen, die Spaß machen sollen. Und dann gibt es so Spiele wie das hier, die einen zur Verzweiflung bringen sollen. Ja, ob es das tut, das sind diese großen Fragen der Menschheit. Ich rede hier sicher ziemlich viel Mist, weil ich hier am Verzweifeln bin und dachte, komm, 5 Minuten, kurz durchs Hotel huschen, Zimmer finden, zack, easy part. Nee, wir müssen hier arbeiten. Und damit mehrere Spiele aneinander zu hängen, wird diesmal auch wieder nichts, weil wir einfach hier im Hotel festsitzen. Aber das ist nicht meine Schuld. Beschweren könnt ihr euch beim Hotel Paradise. Gibt einfach eine schlechte Bewertung bei Yelp. Oh, hoffentlich gibt es das nicht in echt. Auf Yelp dann einfach. Ist Yelp überhaupt noch so ein Ding? Ich glaube, es war eigentlich nie so ein Ding. Wenn ich ehrlich bin. So wie ich es mitbekommen habe bei meinen Gruppierungen. So, gibt man da Punkte, gibt man da Sterne? Ich sag mal, einer von 5 Sternen konnte mein Zimmer nicht finden. Nun, das ist höchst erzürnlich, ärgerlich. Ja, was waren denn die schönen... falls ihr Zuschauer seid und falls ihr überhaupt Lust habt, Kommentare zu schreiben, schreibt doch, was war das interessanteste oder das schönste Hotel, in dem ich je wart. Schreibt's unten in die Kommentare. Wahrscheinlich wird das niemand tun. Aber, das heißt, dass entweder niemand das gerade gesehen hat, wodurch es nicht peinlich ist, oder du, und ich meine genau du, schämst dich, in die Kommentare zu schreiben. Oh, herausgefordert. Oh, oh, oh. Ich war in einem ganz, ganz coolen Hotel in Köln bei der Gamescom mal. Das war ganz cool. Das war so wie so ein Turm. Also gut, was mich gestört hat, war, dass der Balkon war halt von allen Zimmern der gleichen Ebene zusammen. Da wird man schon paranoid. Aber, ja,
Zimmer waren ganz cool und vor allem die Bäder waren cool und die. Wobei, die coolste Hotelbar. jetzt die wichtigen Themen. Mit den besten Cocktails fand ich, waren bis jetzt in Wien. War ich bis jetzt nur zweimal, zwei Hotels, aber ganz gut abgeschnitten. Und ja, laufen wir weiter. Bald gehen mir meine Hotelthemen aus. Habe ich irgendwas Komisches erlebt in einem Hotel? Nee. Nee, nicht unbedingt. Nicht zwangsläufig. Ach, diese Fahrstuhlmusik, Leute. Leute, wir hören bald einfach auf und haben nichts erreicht. Und dieser Part wird einfach nur ein Misserfolg des Misserfolges sein. Ah ja, ich sehe mittlerweile, hast du dich dazu überwunden, was in einen Kommentar zu schreiben? Zumindest glaube ich an dich. Ah ja, ja, das ist ganz interessant, was dir da passiert ist. Ich weiß, dass du nichts geschrieben hast. Aber ich dachte, ich tue mal so, als ob, das ist leichter für uns beide. Verstehst du? Weil, ja, ich verstehe dich. Du musst keinen Kommentar schreiben, wenn du nicht willst. Das würde mich nur fröhlich machen. Guck mal, ich habe nicht so viel Freude. Du siehst, ich renne seit 16 Stunden durch ein virtuelles Hotel rum und suche mal ein virtuelles Zimmer, was mir im Leben nicht weiterhilft. Ja, oh, Zimmer 1 bis 12. Ja. Immerhin haben wir das Zimmer Nummer 1 gefunden. Ja. Hallo? Wo ist der Ausgang? Ihr müsst doch einen Ausgang sagen. Seht ihr, das ist der Beweis, dass es ein absolutes Labyrinth ist. Wenn Zimmer Nummer 1 nicht mehr mit dem Ausgang verbunden ist. Ich finde, da hätte man noch ein bisschen an den Ausgang denken können. Das ist ein bisschen enttäuschend, ne? Also da hätte ich mehr erwartet. Von diesem Hotel Paradise. Weil, was nennt sich schon so? Immer einfach nur die Bilder kommen, schauen wir noch uns das Bild an. Die Golden Gate Bridge. Wollte gerade fast die San Francisco Bridge sagen, aber ist ja nur in San Francisco. Aber ich bin so durch mit meinem. Oh, Leute, die Bilder, die sind auch so mischmasch, dass wir wirklich nicht wissen, wo wir sind. Sind wir in der Wüste? Sind wir hier in diesem Ort? Sind wir im Wald? Sind wir im Nordpol? Nun. Ich will ja nicht sagen, dass das Spiel langsam auch für mich ermüdend wird. Ich weiß, für dich, Zuschauer, ist das schon gefühlt seit 17 Minuten so. Also eine Minute hast du vielleicht noch zugeschaut, so ja, was will er uns damit zeigen? Ja, könnte interessant sein. Aber ich glaube eigentlich so langsam, dich gibt es gar nicht. Ich glaube, ich rede nur mit mir selbst und keiner schaut zu. Ja, das ist ein bisschen mindblown gerade. Und ja, ich habe hier öfters die vierte Wand durchbrochen, was an sich ja nicht unüblich ist für YouTube. Ja, wisst ihr was? 2 Minuten laufe ich hier durch die Gänge und hoffe, dass wir es finden, aber wenn nicht, dann Sayonara Hotel, ganz ehrlich. Dann beamen wir uns einfach raus mit der Power des Alt F4. ja. Und was habt ihr sonst noch so vor? Oder du, ganz spezifisch? Ja. Ich bin so glücklich gerade. Mit diesem Hotel. Vor allem waren wir bei 446. Das ist das, was mich so fertig macht. Wir waren kurz davor. 400? Nein, ich dachte, wir hätten 449. Nein! Oh, schlechtes Gedächtnis macht euch auch nicht glücklich, Leute. Kommt schon! Ich habe jetzt den ganzen Part nur dieses Rumsuchen gemacht und eigentlich habe ich nur die W-Taste gedrückt und mehr nicht. Das kann ich doch keinem vorhalten. Nein! Was haben wir hier hinten? 9. Och! Alter, wenn dann nochmal irgendwann ich nochmal in meinem Leben Fahrstuhlmusik höre. Ich raste aus.
Ich weiß schon, ich weiß, ich weiß. Nee, auch wenn ich weiß, dass es nicht ist, ich gehe trotzdem wieder den Gang lang, weil meine Logik gebietet, dass der Raum in der Nähe sein müsste. Bin ich letztes Mal auch links gelaufen? Schreibt es in die Kommentare. Okay, 657. 614. Bin ich gerade nicht so glücklich, aber könnte es sein, dass wir uns nähern? Wahrscheinlich überhaupt nicht. Okay, ich gehe mal wieder in die andere Richtung. Wir sind irgendwie bei den 600ern. Das muss doch irgendwas bedeuten. Die können doch nicht alle random verteilt sein, oder doch? Aber theoretisch, wenn wir jetzt hier laufen. Und nach rechts müssten wir wieder bei den 600ern sein, aber das ist nicht so. Wir sind wieder in der Nähe von der 1. Nein, das ist nicht so, weil das ist. Ich glaube, das alles ist nicht so ganz nach den physischen Regeln, physikalischen Regeln. Ich habe keine Ahnung, was ich hier labe. Ja. Ich gehe noch durch drei Ecken. Also das war eine. Das ist Nummer 2. Und jetzt entscheidet sich, ob wir das Spiel lösen oder nicht. Dann bin ich ja wirklich happy. Ich meine, wir können weiter umherirren, aber ich glaube, es könnte unter Umständen, so wie ich gerade drauf, auch Stunden dauern. Ja, okay, gut. Das ist unser Zimmerschlüssel. Oh, 33, genau unser Zimmer. Oh, Spiel gelöst. Ciao, vorbei. Ihr seid drauf reingefallen. Doch, das seid ihr. Fertig, ciao.